Die Alten werden immer älter, diese Langlebigkeit sei doch aber schließlich dem medizinischen Fortschritt geschuldet, an dem man Jahrhunderte gearbeitet habe. Deshalb solle man aufhören zu jammern und nicht unentwegt von Rentnerschwemme, Alterslawine oder dem unleidlichen Begriff Überalterung der Gesellschaft sprechen, sondern sich Gedanken machen, wie man damit umgeht. Das ist ein ganz komplexer Prozess, den wir da haben, dass man also Kommunikationsmöglichkeiten eröffnet, dass man intergenerationelle Kooperationsmodelle entwickelt, die es in Ansätzen schon gibt, zum Beispiel Wohngemeinschaften, Lebensgemeinschaften, die nicht familiär sind, sondern wo eben Alte und Junge und Jüngere und Mittlere zusammen kooperieren, die Alten auf die kleinen Kinder aufpassen und so weiter, die anderen wiederum um die Alten sich stärker kümmern, damit sie sozusagen noch in einer größeren Wohngemeinschaft sein können. Alle diese Modelle sind im Werden begriffen, aber wir sind jetzt noch am Anfang dieser Prozesse. Da gibt es viele Möglichkeiten. Auch der oftmals zitierte Generationenkonflikt sei laut Rentsch weniger ausgeprägt als in der Öffentlichkeit diskutiert. Dass die Jungen über die Alten schimpfen oder umgekehrt, also das ist wiederum ein oberflächliches Urteil. Ja. Natürlich hat es immer schon Klagen über bestimmtes Fehlverhalten junger Leute gegeben, in der Tradition auch. Aber das ist durchaus sachlich bezogen. Ja. Also das lässt sich nicht auf eine bestimmte politische oder gesellschaftliche Situation beziehen. Ja. Junge sind halt oft durch Unerfahrenheit dazu tendieren dazu, Fehler zu machen oder Probleme nicht zu erkennen. Das kann durchaus eine Rolle spielen. Darum sind ja Erziehung, Bildung und all diese Entwicklungen eben wesentlich dafür, damit die Menschen ein sinnvolles Leben dann führen können. Was das Verständnis der Generation heute am meisten stört, sei die rasante technische Entwicklung. Was die Jungen mit Links meistern, da kommen die Alten teils nur mühsam hinterher. Das birgt Konflikte, allerdings weniger als es den Anschein hat, ist sich Rentsch sicher.